Vergrößern, Verkleinern. Christina Schwanitz gewann auch das Meeting in Madrid. Urheberrecht Getty Images. Christina Schwanitz gewinnt beim Meeting in Madrid das Kugelstoßen. Die Ex-Weltmeisterin bestätigt ihre gute Form, verpasst aber ihre Saisonbestleistung. Die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat beim Leichtathletik-Meeting am Freitagabend in Madrid einen weiteren Sieg gefeiert, ihre europäische Saisonbestleistung aber verpasst. Die 32-Jährige bezwang die Konkurrenz mit im vierten Versuch erzielten 19,02 und lag damit 48 cm unter ihrer 2018er Bestmarke. Zweite mit 18,81 Metern wurde die Polin Paulina Guber. Schwanitz bestreitet ihre erste Saison nach ihrer Babypause. Am 21. Mai hatte sie beim Erzgebirgsmeeting in Grenau mit 19,50 Metern aufhorchen lassen. In diesem Jahr liegen in der Weltbestenliste nur Weltmeisterin Gong Liao 20,38 und die US-Amerikanerin Raven Saunders 19,56 vor der Deutschen. Schwanitz will bei der Heim-EM in Berlin 6-12 August ihr drittes Gold in Folge gewinnen. Mein großes Ziel ist es, bei den Europameisterschaften auf dem Treppchen zu stehen. Am besten ganz oben. Dann könnte ich das Triple perfekt machen, hatte Schwanitz zuletzt in einem Interview mit leichtathletik.de gesagt.